Ja, guten Morgen am 4. August 2022. Wie ihr sicherlich sehen könnt, ist das noch nicht hell, weil wir haben es jetzt 13 Minuten nach 6 am frühen Morgen. Gestern Abend habe ich mir überlegt, ich werde heute Morgen mal ganz früh mit dem Fahrrad unterwegs sein. Erstens ist es noch ein bisschen angenehm. Also wir haben jetzt 23 Grad. Momentan haben wir ja schon wieder eine Hitzewelle hier auf Gran Canaria. Wir haben das gestern deutlich zu spüren bekommen. Ja, und um diese Tageszeit, 5:45 am Morgen, da ist es noch relativ frisch. Und ich sehe gerade hier, die Autos sind total nass. Weiß ich, ob ihr das sehen könnt. Ja, alles total nass. Also die Luftfeuchtigkeit ist im Moment doch relativ hoch. Ja, der Vorteil, wie gesagt, ist hier morgens doch noch die angenehme Temperatur. Zum anderen möchte ich euch gerne mal zeigen, was dann hier so morgens um diese Tageszeit schon los ist. Ich selbst weiß das auch nicht, weil ich auch noch nie um diese Zeit mit dem Fahrrad morgens unterwegs war. Ich bin ganz gespannt, was so jetzt passiert. So, die dritte Idee, die ich hatte, ich möchte einfach mal sehen, was meine Kamera bei Dunkelheit eigentlich kann. Ich filme ja, wenn ich auf dem Fahrrad bin, mit der DJI Action 2. Das ist eine ganz, ganz kleine Kamera, die wiegt 55 Gramm. Und filmt in einem Winkel von 155 Grad, also relativ breit, rechts und links. Die kann in 4K aufnehmen, also in einer sehr, sehr guten Qualität. So, und ob die jetzt bei Dunkelheit überhaupt was aufnimmt, ich werde das ja sehen, wenn ich nachher wieder nach Hause fahre. Ja, wie man sehen kann, es ist noch nicht wirklich was los hier. Ich bin jetzt hier am Holiday World Kreisel auf der Hauptstraße, jetzt GC500. Also einen Menschen habe ich bisher noch nicht gesehen. Man fühlt sich, als wäre man der letzte Mensch hier auf diesem Planeten. Doch, da hinten geht einer. Aha, bin doch nicht alleine.
So, diesen Berg muss man einfach überwinden, um dann nach Playa del Indes zu kommen. Es gibt zwar auch noch andere Wege dorthin, aber egal wie, nach Playa del Indes muss man immer irgendwie einen Berg hochfahren. Und wenn man dann hier oben angekommen ist, dann wird man belohnt mit einem fantastischen Blick runter auf den Golfplatz von Maspalomas. Ganz am Ende kann man dann die Dünen von Maspalomas sehen. Mal schauen, was um diese Tageszeit zu sehen ist. Nix. So, hier scheinen die ersten Urlauber abzureisen. Zumindest hat der einen Koffer in der Hand. Das ist jetzt die Avenida de Gran Canaria. Und hier am ersten Kreisel fahre ich jetzt hier mal links ab auf die Hauptstraße, auf die Avenida de Tirajana. Und schauen wir mal, ob wir da noch ein paar Nachtschwärmer treffen. Es gibt ja Menschen, die das bis um diese Tageszeit aushalten, bis um 6 oder bis um 7 und dann nach Hause gehen. Wenn man Nachtschwärmer treffen will, dann sollte man vielleicht mal zum Jumbo fahren und da ist es schon. Taxifahrer warten noch auf Kundschaft. Aber wenn man da so runterschaut, so den einen oder anderen kann man hier noch sehen.
Ja, und hier an der zweiten Partymeile an der Sita, hier könnte man auch noch über irgendwelche Nachtschwärme stoßen, aber das ist schon alles vergittert hier. Das heißt, Sita ist dicht. Findet man hier noch auf Bürgersteigen Überbleibsel der Nacht? Nee. Also, was mich ja wundert, es ist ja nun mal hier so die Party-Hochburg, dass das doch relativ sauber ist. Also die Bürgersteige, da liegt kein Müll rum. Ich weiß nicht, ob die Stadtreinigung schon so früh morgens unterwegs war, um die ganzen Spuren der Nacht hier zu beseitigen, oder aber ob die Menschen alle total vernünftig sind. Ich hoffe, Variante 2 ist der Grund, dass es hier so sauber ist, dass die Menschen vernünftig sind und ihren Müll einfach nicht irgendwo hinschmeißen. Wir waren ja nun vor ein paar Tagen auf La Palma für 5 Tage und da war wirklich bemerkenswert zu beobachten, dass es wirklich komplett total sauber war. Und der Grund war auch relativ klar. Die Stadtreinigung arbeitete dort mit ganz, ganz vielen Menschen. Da waren immer Gruppen von 10 bis 20 Mitarbeitern der Stadt, die sich um die Sauberkeit gekümmert haben. Also das war wirklich vorbildlich. Letztlich muss das natürlich auch irgendwie bezahlt werden, wenn da 20 Mitarbeiter sauber machen, ne? Aha. Da kommt eine Gruppe von 6 Menschen. Die machten aber einen gesunden Eindruck und das waren wohl keine Nachtschwärmer. Vielleicht sind das auch Frühaufsteher, die die Temperaturen um diese Zeit genießen. Na du? Hallo, wer bist du denn? Hier fahre ich dann jetzt runter zum Annexo 2. Auch eine bekannte Partymeile. Wir waren ja gestern hier auch mit dem Auto unterwegs. Und da hatte ich ja auch erzählt, dass die Eigentümergemeinschaft der Geschäfteinhaber und der Restaurantinhaber hier sich geeinigt haben, hier mal ein bisschen alles ein bisschen hübsch zu machen. Ich begrüße das sehr und ich hoffe, das wird dann auch so umgesetzt. Das ist sicherlich ein Vorhaben, das man hier nicht innerhalb von 2-3 Monaten realisieren kann. Das wird sicherlich ein paar Jahre dauern. Aber wenn man hier endlich mal anfängt, das ein bisschen schick zu machen, kann das so schlecht nicht sein. Vor 2 Jahren hat man hier den Parkplatz ja schon mal neu gemacht, indem man hier einfach den Bodenbelag erneuert hat. Aber das ist natürlich irgendwie auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und so das Gesamtkonzept, das fehlt irgendwie. Ja, das hat sicherlich auch noch nie gegeben, dass jemand hier mit dem Fahrrad
fährt, weil das geht eigentlich auch gar nicht, weil das hier mal alles voller Menschen ist normalerweise. Ja, mal gucken, mal die ersten Restaurants, die fangen schon mal an sauber zu machen. 6:30. Es war mir auch neu, dass man so früh schon anfängt, um sich auf den Tag vorzubereiten. Hier ist die bekannte Strandarena. Frühschwimmer kann ich auch noch nicht erkennen. Oder Spaziergänger, diese beliebte Spaziergängerstrecke von Playa del Inglés bis zum Faro nach Maspalomas. Ich denke mal so in 1-2 Stunden, wenn man hier morgens am Strand direkt am Atlantik spazieren geht. Da trifft man zahlreiche Gleichgesinnte, die auch gerne diese Strecke gehen. So, hier der Strand von Playa del Inglés. Hier gibt es noch ein paar Überreste der Nacht zu sehen. Ja, hier waren wir ja gestern auch mit dem Auto und haben uns gefragt, was wird hier wohl stattfinden. Also hier wird auf jeden Fall was aufgebaut. Vielleicht bauen die auch schon wieder ab, keine Ahnung. Was wir hier total vermissen, ist wirklich so ein Veranstaltungskalender. Man bekommt immer mal wieder durch Zufall irgendwie mit, wann, wo, was stattfindet. Aber so wie man das eigentlich kennt aus Deutschland, dass man so einen Veranstaltungskalender hat, wo detailliert drin steht, wann, wo, was stattfindet. Ich kenne so etwas hier nicht. Aber vielleicht kennt ja jemand von euch das und kann mir mal einen Tipp geben, wo man dann diesen Veranstaltungskalender findet. So läuft hier zum Beispiel gerade ein hochklassiges Tennisturnier. Und das wissen wir eigentlich auch nur, weil wir an einer Litfaßsäule die Werbung dazu gesehen hatten.
also an einer Litfaßsäule war das zu sehen. Und wir waren im letzten oder im vorletzten Jahr schon mal auf diesem Tennisturnier und das war wirklich hochklassiger Tennissport. Aha, guck mal da. Die Stadtreinigung arbeitet hier mit Wasser, macht die Straße sauber. Und hier, guck mal, da sind sie, die Nachtschwärmer. Gibt sie also doch noch. Sieben. Und sie haben noch Hunger oder schon wieder Hunger oder Durst. Dreckige Wäsche aus einem Hotel, wird abgeholt. Hier wird auch sauber gemacht.
Jetzt bin ich wieder auf der Avenida de Gran Canaria. Die ersten Menschen gehen zur Arbeit. Und Frühsport wird auch gemacht. Ja, jetzt merkt man, dass sich ein bisschen mehr tut. Der Verkehr nimmt zu. Wir haben es jetzt 10 vor 7 gleich.
So langsam wird es auch heller. Man kann dort hinten sehen, dass der Himmel sich aufhält. Und ich denke mal, jetzt so um 10 Minuten vor 7. Die Sonne wird wahrscheinlich so in, na, ich schätze mal, in 20, 30 Minuten aufgehen. Ne? Die Avenida de Galda. Auch hier keine erkennbaren Spuren der Nacht. Aber der erste Kaffee wird schon getrunken um diese Zeit, siehst du wohl. Ich bin jetzt hier im Ortsteil San Fernando und zwar am Schwimmbad. Gibt es hier schon Frühschwimmer? Nee. Also hier betätigt man sich dann sportlich im Wasser. Und das ist auch immer ganz gut besucht. Ja, mein Fazit, ich habe mir das schlimmer vorgestellt. Bis auf eine Gruppe am Hotel Maritim Playa, da waren ja ein paar Jugendliche noch am Feiern, war an den
großen bekannten Party-Wirkungsstätten nicht wirklich noch was zu sehen. Und eigentlich habe ich mir gedacht, dass um diese Uhrzeit, morgens um kurz nach sechs, man doch noch ein paar mehr Schnapsleichen auf der Straße sieht. Aber nein. Und das zweite Fazit, das ich ziehen muss, da denke ich gerade schon die ganze Zeit drüber nach, das gibt ja den Spruch, der frühe Vogel fängt den Wurm. Also einen Wurm habe ich jetzt nicht gefangen. Und ich bin sehr gespannt, ob man auf den Bildern überhaupt irgendwas erkennen kann. Ja, dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Donnerstag. Bleibt gesund, passt auf euch auf, genießt die Zeit hier auf Gran Canaria, wenn ihr gerade hier seid. Ansonsten genießt die Zeit in Deutschland. Dort ist es ja im Moment auch ein bisschen kuschelig. Hasta luego, bis zum nächsten Mal.